Elizabeth Banks wird in Mädelsabend von ihrem Freund verlassen und versucht, ihren Kummer in Alkohol zu ertränken. Was vielleicht nicht unbedingt die cleverste Idee ist. Doch manchmal geht's scheinbar nicht ohne Alkohol, weswegen wir euch jetzt 5 weitere Alkoholverkoster vorstellen wollen. Platz 5. Leon der Profi. Jeder, der in jungen Jahren zu Silvester mal an Muttis oder Papas Sektglas nippen durfte, weiß, wie schnell Kinder durch die Blubberblasenbrause beschwipst werden. Deswegen verwundert uns auch Mathildas Lachanfall in Leon der Profi nicht. Schließlich trinkt die Gute hier vernünftigen Champagner. Der Umgang mit einem Auftragskiller ist halt doch nicht immer der beste. Platz 4. Brautalarm. Kristen Wiig ist hier gerade sehr betroffen und betrunken dazu. Schließlich muss sie zweite Klasse fliegen, während ihre beste Freundin die erste genießen darf. Unfair. Vor allem, wenn man dann noch unhöflich gebeten wird zu gehen. Welcome to Germany. Auf Wiedersehen, Asshole. Ja, Alkohol im Flugzeug steigt einem doch ziemlich schnell in den Kopf. Platz 3. Superman 3. Als Superman braucht man auch mal eine Pause und vielleicht ein kühles Blondes zum Runterkommen. Doch in Superman 3 kommt die dunkle Seite des Kryptoniers durch. Und die besäuft sich so richtig und macht dann auch noch Stunk in der Kneipe. Da traut sich auch kein Barmann der Welt, diesen Gast des Hauses zu verweisen. Platz 2. Dumbo. Man mag es kaum glauben, aber dieser kleine Disney-Elefant hat einmal zu tief in die Flasche geschaut. Und was dann folgt, sollte eigentlich genug sein, um nie wieder Alkohol anzurühren. Denn wenn selbst ein betrunkener Elefant schon lila Elefanten sieht, ist das wirklich mehr als genug. Also Kinder, Finger weg vom Alkohol. Platz 1. E.T. der Außerirdische. Den wohl süßesten Rausch erlebt unser Lieblingsaußerirdische E.T. Ganz der Forscher und Entdecker muss er natürlich auch testen, was diese merkwürdige Flüssigkeit ist, die da in Dosen im Kühlschrank gelagert wird. Blöd nur, dass sein Freund Elliot das gleiche wie E.T. erlebt, nur mitten im Unterricht. Will be going through their peristaltic action.